Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünden, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon vor Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir
Und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Möchte mit einem gewagten Vergleich, Bild beginnen, wo ich davon ausgehe, dass ein ganz großer Teil das hier überhaupt nicht kapiert. Die Jüngeren vielleicht. Weiß nicht, wer von Ihnen, als Sie noch jünger waren, vielleicht unter 25, das ist schon lange her, wer damals noch Teenie-Horrorkomödien geschaut hat. Keiner, nicht? Das ist nicht Ihre Kragenweite. Ich habe sowas immer ganz lustig gefunden. Zum Beispiel die Serie oder eine Folge von Filmen Scary Movie, erster, zweiter, dritter, vierter, lacht jemand. Okay, ich habe einen gefunden, der sich noch erinnert. Scary Movie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, solche, nicht? Das sind die Klasse. Ja, ach, zum Glück, danke schön. Einer versteht das. Okay, Horrorfilme und dann die Parodie der Horrorfilme, das sind diese Teenie-Horrorkomödien, das sind Parodien darauf. Da gibt es immer ein bestimmtes Muster drin. Und zwar ist das Muster wie folgt. Alles fängt natürlich immer total easy und locker an. Ferienbeginn, man fährt mit einer Gruppe von Freunden irgendwohin in ein Lager, in eine Hütte, im Wald oder am See und alles ist super. Und dann kommt so ganz langsam, schleicht sich so eine Gefahr, die noch keiner kapiert hat. Irgendein seltsamer Typ, der da rumläuft oder irgendeine alte Geschichte, was da früher mal passiert ist. Aber alle sind happy und am Feiern und Party und Bierchen trinken und so. Und dann passiert das erste Unglück. Eine von den, meistens ist es ein Junge, der oder ein Mädchen, meistens, nicht, die entfernt sich von der Gruppe am Abend, geht nochmal, ist schon etwas angetrunken, geht nochmal in den Wald und so und kommt nicht wieder. Ja? Und dann steigt die Spannung so langsam, die Spannungskurve. Und dann ist natürlich immer ein Serienkiller da irgendwo, irgendein Verrückter. Aber das merkt keiner. Nicht nur die Zuschauer wissen das. Die Zuschauer wissen, was da los ist. Und jetzt, wo ist die Komik darin? Oder das nicht die Komik, aber das Verrückte darin, dass anstatt, dass die Gruppe zusammenbleibt, versucht zu überleben gemeinsam, gibt es immer wieder welche, meistens sind es die Jungs, die so stark sein wollen, die sagen, ich gehe mal nachschauen. Die gehen dann auch in den dunklen Wald rein. Passiert natürlich das Gleiche. Und so werden sie dezimiert. Ich weiß nicht, keiner kann darüber lachen wahrscheinlich, nicht? Ich schon. Weil was passiert da? Da passiert etwas, wo alle sagen, okay, gesunder Menschenverstand, bleib doch zusammen. Wie kannst du so blöd sein und dich von der Gruppe trennen, wo die Gefahr doch inzwischen sichtbar ist? Wie kannst du so blöd sein? Also das ist der Moment, wo man so macht. Ja? Warum erzähle ich das jetzt? Das ist wirklich ein schlechtes Beispiel, darum verzeihen Sie mir das. Aber das werden wahrscheinlich die Zuhörer von Jesus gemacht haben, als er ihnen erzählt hat, wenn einer von euch 100 Schafe hat und eines verliert, dann lässt er die 99 in der Wüste zurück und macht sich auf die Suche nach dem einen.
da werden die auch so gemacht haben. Jesus, verstehst du denn nicht, wie das mit den Schafen geht? Jesus ist nicht der Experte für Schafe. Er ist der Hirte von Menschen, ja, aber nicht der Experte für Schafe. Das war nicht sein Beruf. Wir denken manchmal, weil er Jesus ist, hat er alles gewusst. Er hat ein verrücktes Beispiel genommen, eine Übertreibung, ein Extremfall, wo alle sagen, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht die 99 zurücklassen für das eine. Das eine musst du jetzt, so leid es mir tut, musst du das abschreiben. Es kann passieren, dass mal eines verloren geht. Aber riskiere nicht die anderen, dass ein Wolf in die Herde einbricht, dass sonst noch was passiert, dass die sich auch noch zerstreuen. Das kannst du doch nicht machen. Genauso mit der Drachme. Die Drachme ist ein 1-Cent-Stück in heutiger Rechnung, ein winzig kleines Stück. Jetzt frage ich mal hier in die Runde, wenn Sie zu Hause einen Cent irgendwo verlieren. Ich glaube, selbst wenn Sie einen zufällig finden, würden Sie sich noch nicht mal bücken. Oder? Wer wird sich bücken? Ja, vielleicht einige, ja gut, Glückspfennig und so, nicht? Ja gut, aber sonst ist auch ein verrücktes Beispiel. Für eine so kleine Münze das ganze Haus zu fegen. Natürlich, hinterher ist das Haus sauber, das ist ein positiver Nebeneffekt. Aber es ist nicht, dass man einen Aufwand betreibt für so eine kleine Münze. Das ist nicht vernünftig. Und und jetzt das Beispiel mit den 99 Gerechten, nicht? Ein Sünder, der umkehrt, dafür im Himmel eine Party machen, die Engel jubeln und machen ein großes Fest. 99 Gerechte, wenn die in den Himmel kommen, naja, ist nichts Besonderes. Wer glaubt denn das? Ist das denn logisch? Ist das nachvollziehbar? Ich weiß, wir denken alle sehr fromm, wir sind katholisch sozialisiert und kennen diese Erzählungen und uns wird da warm ums Herz und so und wir nicken zustimmend, aber eigentlich müssten wir so machen. Und die Zuhörer Jesu haben so gemacht. Sie haben so gemacht. Sie haben nicht gesagt, super toll. Das ist im Lukas-Evangelium geschrieben. Im Matthäus-Evangelium zum Beispiel gibt es das, wo Jesus nach Jerusalem geht und er sagt zum Petrus, ich gehe jetzt nach Jerusalem, um da gekreuzigt zu werden. Da macht der Petrus auch so. Macht er so, du bist doch verrückt, das darf doch nicht geschehen. Wir dürfen das nicht so fromm überhöhen und dann das alles irgendwie so schön glätten und so, nicht, und das dann so, dass das so gewohnt ist, sondern das ist etwas Widersinniges, was Jesus macht. Sich ins offene Messer zu laufen, sich in die Gefahr zu stürzen. Das macht man vielleicht, wenn man 18 ist und gerade den Führerschein hat oder so, aber nicht ein erwachsener, reifer Mann. Aber Jesus macht das. Und was macht er hier? Wo ist hier die Gefahr? Wo lauert hier die Gefahr? Das heißt es gleich am Anfang. Moment. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Im Lukas-Evangelium, da ist eine Besonderheit, sagen die Exegeten, ich habe selber ehrlich gesagt nicht überprüft, aber die Exegeten sagen, da ist auffällig, wie häufig Jesus mit den Menschen isst, wie häufig er sich zu ihnen setzt und isst und ganz häufig eben mit Randgruppen. Nicht mit, wie wir heute sagen, mit Sündern, mit Randgruppen. Und das, so im Lukas-Evangelium, das bricht ihm schließlich das Genick. Das ist das, was ihm angekreidet wird. Nicht? Das sind auch andere Sachen, dass er den Tempel relativiert, dass er den Sabbat und sich zu Gott macht und so weiter. Aber letztlich ist es das, dass er sich zu den Sündern gesellt, deren Gesellschaft aufsucht und dann auch noch Sünden vergibt. Das ist das offene Messer. Das ist das, der Fehler, den er gemacht hat. Wenn er das vermieden hätte, dann wäre er vielleicht eines natürlichen Todes gestorben. So wird es im Lukas-Evangelium dargestellt. Jetzt, was hat das mit uns zu tun? Also, es gibt diese
Dieses ganz natürliche menschliche Empfinden, wir leben in einer Gesellschaft, dass wir irgendwie reinpassen wollen, dass wir irgendwie dazugehören wollen. Keiner möchte da, wie man so sagt, wenn man im Boot sitzt, das Boot schaukeln, Ärger machen, Stress machen. Ich musste daran denken, das ist jetzt ein Sprung und wahrscheinlich werden das auch einige nicht wirklich nachvollziehen, aber ich musste ehrlich gesagt daran denken, an Hirten in meiner Kirche, nicht Hirten, die eine gefährliche, unangenehme Außenseiterposition eingenommen haben. Ich habe das mal nachgelesen, wer hat denn da bei dem synodalen Weg, bei dem, wo sie sich getroffen haben, wer hat denn da wie gestimmt, so überflogen, nicht? Dann sind mir eben ein paar aufgefallen, zum Beispiel, ja, der Bischof Oster, da sagen alle, ja, der ist erzkonservativ. Als der Bischof Oster Bischof wurde, da haben alle ganz anders gesprochen. Da haben alle gesagt, ey, ein junger, jugendlicher Typ, der hat vorher bei einem privaten Radiosender gearbeitet und moderiert, der hat eine Freundin gehabt, der versteht die Jugend, haben alle gesagt. Nicht, haben ihn richtig super zugejubelt. Und jetzt erzkonservativ. Warum erzkonservativ? Weil er die Lehre der Kirche, auch so ein Reizwort, weil er die Lehre der Kirche vertritt. Was heißt Lehre der Kirche? Ganz einfach. Heißt, dass wir Menschen Sünder sind, dass wir nicht diese 99 Gerechten sind. Oder wer von uns zählt sich zu den 99 Gerechten? Ich schaue mal eben, ob sich einer meldet. Nee, okay. Also wir sind nicht die 99 Gerechten, wir zählen zu den Sündern. Was heißt Sünder im kirchlichen, im katholischen, christlichen Sprachgebrauch, in Bibelsprache? Heißt, dass unsere Natur verwundet ist, dass wir Fehler machen, Dummheiten und dass wir Bosheiten tun, dass wir etwas falsch machen. Das sind Sünder, zählen wir alle dazu. Und der Bischof Oster hat das, ist seine Theologie, der sagt, ja, wir Menschen sind verwundet und Christus kommt uns zu heilen und das nennt man Erlösung. Aber die Heilung besteht nicht darin, dass wir das, was Wunde ist, was nicht in Ordnung ist, dass wir das umdefinieren und sagen, das ist alles in Ordnung, jeder ist okay, alles ist okay, wie ich das, ob ich das so mache oder so oder so oder so, alles ist okay. Das ist nicht die Lösung, das ist nicht die Erlösung, von der Jesus spricht, sondern eine echte Heilung unserer tiefen Wunde, unseres Egoismus, die ganzen kannst du alles aufzählen jetzt, nicht? Aber mit dieser Position hat er sich ins Abseits begeben. Ähnlich der Bischof Hanke von Eichstätt. Warum ist der so beliebt gewesen früher, jetzt nicht mehr? Warum ist er so beliebt gewesen, als er Bischof wurde? Er kam aus dem Benediktinerkloster, ein Abt, hat dort schon Demokratie gelebt im Kloster, nicht wie die Benediktiner das so machen, und war ökologisch absolut Avantgarde. Nicht? Die haben damals schon einen nachhaltigen Betrieb geführt in, war das Plankstetten oder wo? Ich weiß nicht mehr genau, ja. Haben sie alle hochgejubelt, alle gesagt, Mensch, toller Bischof, toller, das ist die Zukunft, einer, der so es kapiert hat, worum es geht, das ist, da macht er immer noch, ist immer noch ökologisch unterwegs. Aber er vertritt auch die Lehre der Kirche darüber, dass wir Menschen verwundet sind und dass wir Heilung brauchen und dass nicht alles okay ist. Und so hat er sich auch ins Abseits begeben, ist auch einer der wenigen, der eine widersprochen hat, dem Mainstream. Und das ist ein bisschen, hat mich das daran erinnert. Nicht? Jesus sagt etwas, er sagt, es ist wichtiger, schaut euch doch mal an, ich setze mich da zu den Sündern hin, nicht weil die so eine tolle Stimmung da machen und so, sondern weil sie mich brauchen. Weil sie mich brauchen, weil ich sie zurückführen möchte, ihnen signalisieren möchten, dass sie geliebt sind, dass sie verwundet sind, so wie jeder Mensch, außer Jesus und Maria, aber wie jeder Mensch verwundet sind, Sünder sind, aber dass sie von Gott geliebt sind und dass sie geheilt werden sollen, dass es eine Möglichkeit gibt, zurückzukehren. Das Gleiche gilt auch natürlich, ich mache das jetzt zum Abschluss, für den verlorenen Sohn, der barmherzige Vater. Das ist genau das Gleiche.
Das ist der Vater, der dem Sohn entgegenläuft. Das ist auch so ein Moment, ja, wo die Zuhörer sagen, Moment, es gibt im Judentum, im damaligen rabbinischen Judentum, eine Redensart, dass ein älterer Mann läuft nicht, sodass sein Gewand flattert, sondern er schreitet, er geht langsam. Nicht? Er benimmt sich unter seiner Würde, unter seinem Stand, wenn er da wie so ein Irrer rumläuft. Der Vater hat das alles in den Wind geschlagen, hat nur den Jungen gesehen, hat gesagt, der kommt zurück. Jetzt müssen wir ein Fest feiern. Und ich brauche jetzt nicht in die Details gehen. Es gibt tatsächlich welche, die denken, die würden vielleicht sagen, naja, was der da in der Fremde gemacht hat, Party gefeiert, das gemacht, das Geld durchgebracht, frühzeitig schon sein Erbe einkassiert, ist doch okay. Ist doch okay, warum nicht? Wir trauen uns das nicht zu sagen, weil wir katholisch sind und in die Kirche gehen. Aber denken tun wir das vielleicht. Ist doch okay, ist doch schön. Warum soll er das denn nicht machen, das Leben so genießen? Wir denken manchmal so. Aber in der Sicht Jesu, wenn er das erzählt, dann hat der Junge sich vom Vater getrennt. Und der Vater steht für Gott, hat eine Distanz, sich abgewandt, hat gesagt, brauche ich nicht. Es ist kein Moralismus, den Jesus macht, dass er irgendwie kleinlich jetzt die Erbsen zählt und was ist falsch, was ist richtig, sondern es geht um das große, wir sind verwundet, wir sind getrennt von Gott, Gott liebt uns, jeden von uns und er möchte, dass wir wieder bei ihm sind. Und das ist die Heilung. Und das feiern wir. Nicht? Da finden wir Gott. Da finden wir ihn. Wir finden ihn im Dunkeln, da wo wir selber von uns selbst enttäuscht sind, wo wir diese Beschwichtigungen der anderen, komm, ist doch nicht so schlimm, wo wir sie nicht glauben wollen, wo wir sagen, nein, du weißt gar nicht, wie ich leide. Du weißt gar nicht, wie diese Dunkelheit ist, wie dieser Lebensstil ist, wie diese Sache ist, die ich gewählt habe oder du weißt gar nicht, was das bedeutet. Nicht? Und das Tragische ist, dass weder der Sünder noch der Pharisäer glaubt, dass in dieser Dunkelheit Gott zu finden ist, dass er dort hineingeht, dass er dort kommt, um zu heilen. Das ist das Tragische. Weder die einen noch die anderen glauben das. Darum lade ich uns alle ein, diese Dunkelheit in uns, diesen Ort, wo Gott hineinsteigt, wo Christus hineinsteigt, diese Dunkelheit wirklich anzunehmen als ein Teil von uns und dort Christus zu begegnen und sich dort von ihm lieben, heilen und auch herausführen zu lassen. Dass ich jeden von uns, auch mich selbst, dazu einlade, nicht es wegzuerklären, sondern Hoffnung zu haben, dass dort der Vater auf uns wartet, dass dort Christus hinabgestiegen ist. Dort werden wir ihm begegnen. Jetzt in der Eucharistie, da gibt es am Anfang immer ein Gebet, ein Gabengebet, wo wir davon sprechen, dass wir mit diesen Gaben auch uns darbringen. Unser Leben, nicht das perfekte Leben, sondern das gebrochene, das verwundete Leben. Das, wer wir sind, wie wir sind, was wir, ja, wie wir uns manchmal im Spiegel betrachten, dass wir das bisschen, was wir haben, Jesus hinhalten, in der Hoffnung, dass er das nicht zurückweist, sondern dass er das annimmt, mit Liebe betrachtet, mit Freude sagt, schön, dass du da bist. Und dass er uns berührt und heilt und wieder aufrichtet.